Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of the Westlands. Wir machen gerade noch so die letzten Reste quasi von Fallout 3. Ach nee, der hat jetzt schon eher keinen Bock drauf. Also auf die letzten Reste schon, aber hierauf jetzt nicht. Wir müssen so ein bisschen Richtung Süden. Wir machen nämlich gerade die letzten Wackelköpfchen. Und die Kämpfe hier im Wasteland, die sind sehr ermüdend, weil nur noch fancy Armee-Roboter und Albino-Skorpione spawnen. Gefühlt nichts anderes mehr. Also manchmal doch noch Kämpfe von der Enklave. Aber ja, das ist halt gerade so ein bisschen, was mich so etwas vom Wasteland hier abturnt. Und mich dann doch vielleicht eher in Richtung Mojave führt, zieht, wie auch immer. Aber so viele sind es auch nicht mehr. 5 fehlen noch. Hier in Rockopolis. Da finden wir vielleicht schon wieder einen. Oh ja, das ging ja fix. Unarmed. Unsere unbewaffneten Angriffe machen jetzt doppelten Schaden gegen blockende Gegner. So, Misk. Achso, wir haben New Again Note hier, ne? Und we're done. Ja gut. Die Rocker Gang, die sich hier verschanzt hat. So, mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Hier haben wir noch einen. Evergreen Mills. Dann können wir nochmal eine Schnellreise machen hier hin. Oh, weil Gegner in der Nähe sind. Okay, dann laufen wir jetzt einfach hier geradeaus durch. Sind ja nur 1300 Fuß. Die haben wir im Nu zusammen. Oh, da ist schon wieder ein Skorpion. Da wäre jetzt Evergreen Mills. Da wird auch schon wieder geschossen. Dann können die doch gegeneinander kämpfen. Ach nee, das ist auch wieder ein Skorpion. Oh nee. Da verschwendet man gefühlt halt einfach nur ganz viel Munition und Zeit. Und Waffencondition. Und Zeit. Ganz viel Zeit. Oh, hier geht's runter. Na, Raider. Ich muss irgendwie eine andere Position kriegen. Die hier macht mich nicht glücklich. Ah, sehr gut. Das macht mich glücklich. Ernsthaft, kommen wir hier nicht irgendwie runter? Ja. Ich würde hier auch eine Waffe probieren. Ui. Ui. 73 plus 80. Na bitte. Hier macht mich gerade nicht mehr so glücklich. Oh, Energiewaffen einsetzen zahlt sich halt aus. Aber
Irgendwie hat er eine ähnliche Waffe. Da hinten. Ach so. Ja. Hui! Hat jetzt auch nicht viel gemacht. Warum auch immer, ich beschwere mich nicht. Und wir wollen eigentlich da hinten hin. Speichern wir vielleicht nochmal ganz gut, falls wieder irgendwas Dummes passiert. Und wir wissen, dafür bin ich immer wieder gut, dass irgendwelche dummen Sachen passieren. Ah, lassen Sie. Dafür, dass ich ihn nicht gesehen habe, hat das ganz gut funktioniert. Ich glaube nicht. Wenn du das sagst. Da bist du. Ja, komm mal her. Mit deinem Scharfschützengewehr. Komm da mal schön in den Nahkampf. Klingt nach einem guten Plan. So, Broken Terminal. Ja, es ist broken. Also benutzen wir das Zeug eigentlich auch nicht. Ah, Tribeam Laser Rifle, das finde ich gut. Eigentlich finde ich, ist das schon eine sehr solide Waffe. So, dann schlafen wir ruhig mal bis zum nächsten Morgen. Ja, passt mit dem nächsten Morgen. 8.10 Uhr ist ganz gut. Sollten wir ja auch mal wieder well rested sein. Ah ne, sind wir nicht, weil wir auf einer Matratze geschlafen haben und nicht im Bett. So, welches ist jetzt richtig? Der nicht. Glück gehabt. Ah, dann ist das nur irgendwelche Dinger von denen. Oh. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, ich wollte doch nicht auf... nicht zwingen, dass das aufgeht. Ach, nö. Aber gut, ja, wenn man die falschen Tasten drückt, dann ist das so. Den kann das schon mal passieren, ne? Wo kommen wir jetzt hier hin? Ach krass, sie haben sich das hier auch wieder richtig schön gemacht mit Lichterketten. Ach verdammt, ich habe es abgebrochen und deswegen hat das nicht gezählt. Ah, bitter. Was nicht so bitter ist, wir haben hier einen Yuka-Cola Quantum. Also mit denen läuft es gerade richtig gut. Nee, warte, Round ist doch richtig. Okay. Achso, speichern könnten wir mal wieder. Ganz schön viele Sniper, die hier unterwegs sind. Also von der Sache her haben sich das hier schon ganz nett eingerichtet. Muss man den Raidern ja lassen.
Killing time. Yeah. Oh. Ach. War so ruhig. Gar nicht ernst genommen hier. Gut, dass er nicht seinen Raketenwerfer benutzt hat. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ist das hier richtig? Ja, das sind richtig. Boah. Waren die gerade am Arbeiten hier? Madams Schlüssel. Jo, hier geht's ab. Wir sind immer noch Gegner in der Nähe. Das war jetzt gemein. So, mit dem Schlüssel kommen wir jetzt hier aber rein. Die wollte bestimmt hier eingesperrt sein. Oh, Power Armor of Love. Power Armor of Love. Aber schade, dass die in so einem katastrophalen Zustand ist. Den kann ich leider nicht reparieren. Ach, wie bitter. Oh, die hätte ich aber eigentlich schon... gerne. Weil die ist halt völlig im Eimer. Hm. Nehmen sie erstmal mit. Die kommt erstmal mit. Die Power Armor of Love. Vielleicht können wir die ja noch reparieren. Das würde mich sehr glücklich machen. Smiling Jack. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Selbst hier, wenn ich alle in diesem Gebäude hier abknalle, außer Smiling Jack. Hey man, relax. We can do business. The rest of these guys around here might not want anything to do with you. But I got no problem with you. Well, not with your caps at least. Ich möchte Sachen reparieren lassen. Sure thing. Just be quick about it before someone sees. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Geil. Cool. Ja, die Plasmapistole könnten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reparieren lassen. So, dann können wir ja Sachen erstmal verkaufen. Die Winterized Power Armor zum Beispiel. Die finde ich echt gut. Die macht Charisma nochmal plus 2, Radresistenz plus 10 und plus 45 LBS. Die nehmen wir. Wir laufen jetzt mit der Power Armor auf Love rum. Herrlich. So, Pre-War Money können wir verkaufen. Die Alien Crystals können wir auch verkaufen. Kann er sich sogar noch leisten. Was hat er noch? Komm, Stimpaks gehen immer. So, akzeptieren wir. Yeah, bye. So, hier sind wir überladen. Das ist klar. Aber mit der Power Armor of Love ist wieder alles schön. Ach, herrlich. Ich bin zufrieden.
Das ist viel besser als dieser Wackelkopf, der hier rumsteht. So. Ach, jetzt kosten die Sachen 5% weniger, die wir kaufen. Da hätten wir mal erst den Wackelkopf eingesammelt. Egal. Aber auch lustig, dass man hier alle zusammenschießt, aber mit Smiling Jack. Ach, der lässt sich durch nichts beirren. Mit dem kann man handeln. Ehrlich. Und wir haben eine coole neue Power-Rüstung. Leider ist sie natürlich jetzt nicht im allerbesten Zustand, aber das war die andere auch nicht mehr. Von daher, passt schon. Okay, dann gehen wir doch mal wieder auf die World Map und dann hätten wir... So, bei der Metro Station... Hier hinten. Da ganz hinten. Die machen wir, glaube ich, zum Schluss. Wir haben noch Vault 108. Hier hinten waren wir noch kaum bisher unterwegs. Puh, wie kommen wir denn da am besten hin? Ja, hier rüber fast, ne? Springvale School. Jetzt schon wieder Gegner. Das sind keine Gegner. Bist du paranoid? Sowas finde ich mal ein bisschen frustrierend. Ja, wo denn? Zeig dich. Zeigt euch. Boah, hier sind noch richtig viele. Ich komme mit Liebe. Jetzt checken die immer alle nicht. So, nächster Versuch. Springvale School geht immer noch nicht. Kann man hier den eigentlich... Oh, nee, wollen wir nicht. Was ist denn das da eigentlich? Man kann den bestimmt irgendwie ausschalten, aber... Irgendeinen Supermutanten, den sie da drin haben. Wegen dem kann ich jetzt keine Schnellreise machen. Wegen dem Gegner, der irgendwo eingesperrt ist. Ja, bitte. Schon ganz lange. Gut. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Richtung Innenstadt gehen, dann müssen wir hier einmal gucken, dass wir diese große Brücke finden. Und da hoffe ich, dass wir darüber kommen. Da ist halt immer so die Sache, ob das so funktioniert. Hier kommen wir wahrscheinlich rüber und dann können wir hier hingehen. Dann können wir zur Vault 108 gehen. Dann können wir hier hingehen. Ja, und dann haben wir die Sachen zumindest schon mal eingesammelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.